Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Last Epoch Let's Play. So, wir sind hier Ende Akt 7 und ja, schon Akt 8, okay. Und müssen die Quest scheinbar noch machen für die Idol-Slots. Das hat sich einfach so ein bisschen nach oben korrigiert, oder? War eigentlich eine Quest in Akt 7 und jetzt in Akt 8, Anfang Akt 8, okay. Schauen wir mal, dass wir die Soul-Slots noch haben, dann gehen wir direkt zu den Monolithen. Ich hoffe einfach, das schaffen wir, da gut zu überleben, weil wir sehr niedrige Resistenzen haben. Aber okay. Hier, ja. Rein. Ist ja toll, dass die Gegner immer hier kommen. Aber ich wollte ja eigentlich weitergehen. So, Mana-Kosten sind ein bisschen hoch. Die Notes noch fertig zu machen oben. Also jetzt einfach zu viele Gegner. Und immer wieder kurz schauen, dass man wieder Mana bekommt. Ich finde, wie langsam der gestorben. Ja. Das ist eine tolle Mission, aber sie stört ein bisschen, dass so viele Gegner einfach so spät auftauchen auf dem Weg. Ja, muss man sich ein bisschen langsamer durchbeißen, sich nicht stressen lassen. Gegnern von den Nuts, also diesen Quest-Nuts. Das sagt man so schön, einfach den Leuten, die in Gefahr sind. Ja, ich wollte gerade trinken. Bin wieder gestorben. Rocco ist böse. Auf sich selber. Ja, das ist wieder so ein Einzelner, der sehr viel Schaden macht. Auch die Entwicklung. Also ein bisschen besser balancieren. Balancing ist bei den Entwicklern immer das größte Problem. Obwohl es eigentlich fast am leichtesten ist. Keine Ahnung. Aber ich habe damals mich immer sehr viel Mühe gemacht mit dem Balancing. Die Leute haben es gut gefunden. Nur man hat halt nicht so viele Leute gehabt im Modding-Bereich. Ein Spiel, das noch zu neu war. Also das Genre, also nicht das Genre, aber Modding-Community und Morrowind war schon recht gering noch, weil es noch zu früh war, 2003. Heutzutage würde man wahrscheinlich sehr viel schneller Erfolg bekommen. Wenn wirklich die Resistenzen und Arius Case und so brauchen wir nicht. Fast Speed of Gloves brauchen wir auch nicht. Hey, sind alle so schnell, ey. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen umdrücken. Aber wie, wenn man eben nichts hat. Wie kann man etwas lösen, was man. Dieser Dot, mein Gott! Ich hab schon wieder Heiltrank trinken wollen. Ich muss die Taste, also den Finger mehr auf die Taste legen. Ich hab gedrückt. Ich hab definitiv gedrückt. Ja, das ist jetzt gerade echt viel, viel schwieriger als 8-7. Das ist doof gemacht. Ich hab doch nicht so geringe Feuerresistenz. 26. Ist doch nicht gering. Nein, ich dachte eben, es geht, aber Feuer ist in diesem Spiel noch viel zu stark. Also wenn ihr jetzt volle Resistenz habt, merkt ihr gar nicht. Entwickler haben wahrscheinlich immer volle Resistenzen, weil sie cheaten. Das machen viele Entwickler, einfach cheaten, oder? Ihr Equip halt so wirklich optimal anpassen. So kannst du das halt eigentlich gut balancieren, wenn du nicht verstehst und nicht siehst, was du da machen müsstest, wenn du halt in so extremen Fällen bist. Spieler sind, die spielen meistens Speeds, wo wirklich neu equipped werden. Die können nicht so alles gut einstellen. Ja. Muss, glaube ich, hier hin auf Haste und auf Armor Shred. Aber keine Nutzen. Punkte. Oh, nein. Bin ich wieder so schnell sterben. Ich mag das nicht, wenn die Heilkugel so lang ist.
Geht schon nicht. Ich bin echt nicht konzentriert heute Morgen. Ich bin einfach zu müde noch. So, Schlafmangel wegen der... Was ist denn das schon wieder? Die dritte Kiste, die man nicht erreichen kann. Ja, es ist momentan echt ein bisschen frustrierend, das Spiel zu spielen. Ich bin ein bisschen zu früh wach, um ein bisschen frustriert zu sein. Und ja, ihr habt sicher auch schon gehört, ich bin momentan echt nicht gut. Gesund. So Nervenkrankheit macht mich vor allem extremst labil. Also richtig. Du kannst richtig schnell funken. Und ich funken sprühen. Lass mich in Ruhe. Wenn man einfach zu viel Schaden bekommt, oder? Jetzt muss ich nicht zu dem zurück. Okay. Ja, ja. Ja, wenn man noch so müde ist. Also ich muss eher... Ja, Mana regen ist natürlich auch sehr wichtig. Machen wir lieber. Wir machen genügend Schaden, denke ich mal, in den Monolithen. Aber jetzt wird's schwierig. Jetzt werde ich öfters sterben. Ja, okay. Wahrscheinlich nicht so schwer wie jetzt gerade dieses. Sie sind eher sehr stark. Und wenn man nicht gerade die schlimmsten Notes einsammelt, also ich was mit Bonis für die Gegner, dann ist es doch nicht so schwer. Also wir schauen einfach, dass wir ein paar Items bekommen dort. Mit Resistenzen und dann können wir die Kampagne auch fertig machen. Aber ihr wisst ja, Akt 8 ist ein bisschen frustrierend, Akt 9 ist ein bisschen... Es gibt einfach Gegner, die sehr viel Schaden machen dort. Ist weniger frustrierend als Akt 8, aber dennoch... Ja. Das Spiel ist ja nicht schwer, aber man hat einfach manchmal zu viel Schaden dann. Das ist doch ein bisschen so, ja, all 100 Sekunden oder so mal kurz ein bisschen schwer. Ein bisschen zu schwer oder dass es zu schnell geht. Man kann einfach gar nicht so sagen, jetzt Last Epoch ist leicht oder schwer. Es ist so unterschiedlich, nur einfach schlecht ausbalanciert. Ich könnte als Entwickler, wenn ich jetzt eingestellt... Ich habe immer noch nicht die Slots, muss ich kurz resetten? Hä? Eigentlich hat man die Slots doch bekommen. Deine Quest? Ja, hier. Okay, das wurde mir nicht angezeigt, aber die Quest ist scheinbar noch nicht vorüber. Müssen wir jetzt das alles nochmals wiederholen? Das ist auch ein Kritikpunkt, der schon ewig in Last Epoch ist. Wenn man das Gebiet weggeht, muss man alles wieder besiegen, jeder Gegner besiegen. Alle Kisten wieder öffnen. Hä? Es gab kein Fragezeichen mehr drin. Wieso bin ich denn weitergekommen? Nein, das ist ein Bug. Das Fragezeichen ist gerade ein Bug. Da drinnen gibt es nicht. Quest ist halt nicht abgebbar. Es ist ein einziger Zivilist noch da, der nicht angezeigt wird. Das ist ein Bug. Yay, ich habe ständig Bugs in den Kuss. Juhu. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Okay, wir spielen ohne Idole. Ohne diese drei extra Idole. Mal. Ich hoffe, ich komme durch überhaupt. Nein, ich will nicht hier landen. Mein Gott, Spiel, nerv nicht so. Spiel, du bist noch so unfertig. Und das nach drei, nein, nach vier Jahren Entwicklungszeit. Hey. Ja, ich habe jetzt momentan auch ein bisschen zu viel gespielt. Ich habe immer noch einen anderen Charakter im Hinterkopf, also, ja, während den nicht Aufnahmen gespielt. Jetzt habe ich einfach seit 4-5 Tagen intensiv Secret 2 gespielt. Hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Aber ich habe immer noch einen extra Charakter im Hintergrund gespielt. Habe aber gemerkt, ich komme zu wenig schnell vorwärts und werde noch das Spiel spielen.
Und jetzt sind wir auch so weit, dass wir eigentlich sagen könnten, ja, wir kommen weiter. Wir stecken nicht irgendwie fest, weil wir zu wenig Schaden machen oder zu wenig defensiv sind oder so. Hey, wir sind schon zu wenig defensiv. Aber dennoch, kommt vorwärts. Ja, diese Totenbeet habe ich ja aufgehört, wo ich da Chura nicht besiegen konnte, weil ich wenig schnell bin. Sehr demotivierend gewesen. Die anderen Beets waren ja eher ein bisschen schwächer als der Kost. Macht halt einfach Schaden irgendwann mal. Am Schaden macht, ist es nicht motivierend. Jetzt habe ich ja gar nicht so viele Beats gemacht. Andere machen. Ja, die Gegner sind so noch zäh. Aber wir machen einfach viel Schaden. Irgendwie. Ah, wir haben den Schrein, okay. Dachte schon, wieso tue ich immer. Lass das weg. Nicht Blut gekotzt haben. Easy. Na, nicht so ein großer Ding. So, aber Mana kosten wieder mal. Okay. Na, jetzt kein Schaden zu mir rüber. Armor Shred unbedingt. Damit wir die großen Gegner auch ein bisschen leicht besiegen können. Nicht schon wieder. Carrion Golem. Aha, Last Epoch. Was auf Excel, aber Last Epoch hat einfach. Das Carrion. Der Skelett Golem dort. Last of Excel. Einfach so ein bisschen abschieben, also zwischengehen. Na, Ankenwagen, was du wieder zu tun? Immer leer machen diese Kranken. Aber ich so einfach zum Umwandeln in Legendary. Base. Ah, ist da drin. Ich finde es toll, dass hier Pflanzen wachsen, die gerade abgeschnitten werden. Barry ist auch hier. Und sehr viel Zandiger. Ja, ein bisschen mehr Schaden. Oh nein, ich gehe hier an den Comeback. Ich denke, dass ich wieder neu starten muss. Da könnte man auch gut leveln oder so. Ja, das haben wir gemacht. Ja, das wäre interessant. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich probiere sonst eigentlich immer so ein bisschen aus. Moment, sonst langweile ich ja eigentlich noch. Mach ich das? Also, nur wenn ich alleine spiele. So, ich schau mal kurz. 5, 2, 2, dann 1, 4, 1. 1. 2, da muss ich noch einen Punkt. Ein Turm und doch. Also Mark of Death, ja, okay. Aber wir haben zwei Idole, das könnten wir gebrauchen. Vielleicht droppe nämlich so ein Bow Damage Idol. Fire senkrecht. Oh ja, die Dinge waren ja so stark nach 5. Ja, wenn man nur besser wüsste, welcher Akt welcher ist. Also so. Wo wir also Probleme hatten mit dem Boss. Mit dem Akt-Boss.
einfach keinen Schaden gedrückt haben. Ja, es ist schon gut, wenn Boss wirklich länger, also viel mehr Leben haben, aber so gewaltige Resistenzen noch oder so, das kann ich was sagen, wenn man sehr viel Leben. Das ist also zu viel, too much. Ich würde so gerne, aber alles too much. Ah, Mann, diese. War ein bisschen komisch am Schluss. Weil wir irgendwie so ein bisschen mehr Schaden gemacht haben, als ich gedacht habe. Ah, also Poison Penetration, Damage over Time. Shred Armor, Void Resistance. Wie schon Damage over Time, aber. Kriegen wir das gut hin? Oh. Bin viel zu früh. Die Eile, also die, ja, wann man es equippen kann, ist ein bisschen zu hoch noch ausgesetzt. Aber es geht gut. Also, das ist einfach, was ich dachte. Also ein bisschen mehr Gegner am Leben. Und nicht so einfach. Okay, das Spiel ist auch gut. Wir haben einen Black Screen gerade. Wo ist jetzt wieder das Last Epoch? Epoch ist verschwunden. Es hat sich deinstalliert. Ein Shortcut. Also starte ich das Team. So, schön Black Screen. Ihr könnt kurz wegschauen. Nein, jetzt geht's gleich wieder. In voller Blüte. Wieso stürzt das in so einem Level ab? Ich glaube, sie haben einfach irgendwann mal ein Ding gemacht, ein Hotfix, wo das Spiel einfach dann abstürzt, ab und zu, je nach Level. Die haben das irgendwie falsch gemacht. Ist nicht ladet, schaue ich mal, ob die Aufnahme noch geht. Ja. Okay. Nein. Also, ja. Ich finde den Rogue Marksman und so einfach noch nicht genug ausgearbeitet, dass er weniger Probleme hat während der Kampagne. Später ist es meistens so, dass der Marksman ein bisschen zu wenig Hey, es ist fehlgeschlagen? Wieso das? Bin ich gestorben nochmals? Also nach dem Crash? Ey, das ist doch unerhört. Liebe Entwickler, mach doch das nicht, wenn man rausfliegt, dass es halt fehlgeschlagen ist. Ey, das ist unerlaubt. Unerhörlich. Jetzt habe ich auch schlechte Gegner. Was kann ich dafür, wenn das Spiel abstürzt? Fix das Game, bitte. Habt ihr es gehört? Last Epoch hat momentan echt wenig Spieler. Weil alle in Diablo 4 herumhängen. Ich verstehe es nicht, wieso alle in Diablo 4 umhängen. Wenn das Spiel überhaupt nicht für Profis gemacht ist. Das Spiel ist noch einfacher als Diablo 3. Ich habe überhaupt keine Motivation, das Spiel zu kaufen, weil ich genau weiß, ich werde unterfordert sein. Ich werde im Endgame zu wenig zu tun haben. Nicht so schnell wie die. Ja, die Gegner sind ein bisschen zäh und wir sind schnell in diesem Level jetzt. Aber gut. Was nochmal so ein Wurm? Sag mir nochmals den Namen von diesem Salamander. Heute habe ich bisschen Probleme. Er muss den noch casten. Ja, es ist ein bisschen frustrierend, merke ich. Aber da reißen wir uns gut durch. Max, ja, wenn es ein bisschen schwierig. Das lenkt mich fast ein bisschen zu sehr ab.
konzentriere mich halt immer recht fies fest auf, dass ich nicht Fehler mache und so. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen Müll klappe. Das ist recht irgendwie motiviert oder so. Ja, es ist halt schon heftig. Das mehrere Dinge einfach stören angegeben. Too much is too much. Der Entwickler tut gerne einfach übertreiben mit der, ja, mit dem Schaden, mit dem Leben von Monstern und so. Das macht gar nicht so viel Spaß, wenn die Gegner so heftig mächtiger wurden, nur weil man jetzt gerade nicht irgendwie die Kampagne weitermachen kann oder will. Ein bisschen demotivieren, was die Entwickler da eigentlich machen. Last Epoch ist aber immer schon ein Spiel, wo man halt einfach taktischer gegen Gegner kämpfen muss. Bis man dann stärker ist und dann muss man nicht mehr kämpfen. Aber wenn man zu viel taktisch kämpfen muss, macht es auch nicht Spaß. Wie viele Gegner kommen noch? Ja, wir sind die blöden Entwickler. Wir machen so all 20 Meter zwei von den fettesten und schlimmsten Gegnern aus dem Leveling. Ja, weil ich natürlich ganz genau weiß, die Spieler hassen es, die gehen dann wieder. Die aber vier spielen das. So habe ich so das Gefühl, haben sie sich Gedanken gemacht darüber. Und wieso muss genau der Boss, den ich am meisten hasse, komm. Ja, ja, kommen wir nicht nehmen genau den Boss, den die Spieler am meisten hassen. Und zerstören die Motivation der Spieler. Damit ja niemand sagt, wir würden so ein Ding, Erinnerung, sagt auch, komm, Drago, du wirst genervt über, ja, dass du da eingestellt hast, dass du informiert werden willst, wenn du essen musst, dann mach ich am Mittag. Es geht ja nicht besser. Spiele wie seine machen nicht Motivation höher, sie machen, dass die Spiele nutzen. Dass sie die Spiele auch aufhören, so nutzen, nicht mehr spielen. Habe ich manchmal in manchen Spielen sehr so das Gefühl. Du natürlich Games, die ich nicht spiele, auch gut informieren, damit ich sagen kann, was jetzt die anderen. Was hat er eigentlich gedroppt? Der Itemfilter hat einfach alles weggemacht. Keine Belohnung. Okay, Bogen. Oh, das reicht, glaube ich, nicht mehr bis dorthin. Das haben jetzt. Oh nein, ich Enrage. Okay, das wird schwierig, ob das mal das Level machen wir noch. Ich habe jetzt gerade sehr viel Motivation zu spielen, ja. Weil ich einfach so blödes Humor beweise. Blöde Humor, den es einfach irgendwie für manche nicht gibt. Ja, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass die Leute nicht mehr so humorvoll sind oder extra nicht humorvoll machen. Nicht mehr so auf Witze reagieren. Keine Ahnung, also das war mal einfach bei mir in der Region so. Es ist wie so eine Postdepression in der Luft liegt. Also einfach das. Dieser Humor einfach ganz negiert. Oder? Dieser, ja, dass man trotzdem lacht. Oder dass man. Ich weiß ja nicht, aber ich habe so das Gefühl, die Menschen wollen sich selber einfach irgendwie deprimieren. Gegenseitig. Das sind jetzt nicht unbedingt die Gamer, ich rede jetzt nicht von Gamern, aber ich habe in letzter Zeit sehr viel Kontakt zu älteren Menschen, weil ich aushelfe, bei der, also freiwillig ältere Menschen helfe. Und dann sind halt immer auch Jüngere da, vor allem auch die Töchter und Söhne von den alten Menschen. Die sind so mega deprimiert. Du darfst nicht helfen. Du darfst nicht helfen, auch wenn du es freiwillig machst, auch wenn du nichts verdienst. Nicht helfen.
Die hat's nicht verdient. Das ist meine Mutti, die hat es nicht verdient. Frag ich mich, hey, wurden die überhaupt erzogen? Haben die überhaupt noch ein bisschen Liebe zur Mutter? Das ist echt schade. Das ist echt deprimierend, so als lebensfroher Mensch. Ich meine, ich habe schwere Krankheiten, ich müsste nicht lebensfroh sein. Bin es aber. Ich bin jetzt nach jedem Stück Gamen auch sehr froh, dass ich ein bisschen gamen durfte. Ihr müsst die Sachen schätzen. Macht es wahrscheinlich schon. Aber viele halt nicht, die so einfach auf dem Relauf sehen oder online. Gibt es manche Menschen, die plötzlich einfach gar nichts mehr zurückschreiben oder auch keine Videos oder so zwischendurch machen. Machen sie nach einem Monat mal wieder ein Video und bringen dann extrem viel Werbung oder so. Ah, es ist halt doch echt hart für die allgemeine Motivation, oder? Man will motivierter sein und man macht sich echt Mühe, dass es einem gut geht und sieht man so viele Menschen, die einem alles schlecht machen. Wie findet ihr das? Also, kennt ihr das überhaupt? Oder seid ihr doch auch ein bisschen ja, glücklich, dass ihr das nicht so habt? Versteht ihr überhaupt, dass ich das habe? Also, aber wahrscheinlich haben es einfach die, die es schon schwer haben, schwerer und die, die es immer so mega gut haben, halt leichter. Also, gerecht ist es nicht. Und deshalb bin ich jetzt momentan wahrscheinlich auch von diesem Game ein bisschen an, ja, genervt. Aber natürlich auch in diesem Spiel und das Gleiche ist, nicht motiviert zu werden, einfach nicht die Motivation zu bekommen, obwohl man sie sucht. Man will ja das Spiel öfter spielen, motivierter zu sein und alles, aber man findet es nicht. Ja, Motivation ist halt auch sehr schwer. Ihr müsst euch selber ein bisschen zur Hand nehmen, die Motivation selber holen und nicht bei anderen suchen. Jetzt geht es mir auch wieder ein bisschen besser. Das Spiel demotiviert mich nicht mehr so riesig. Oh. Bin ich dann nicht zu squishy, aber ich mit unbedingt den nutzen wegen dem Joe-Time. Also hier müssen wir da rein. Hier müssen wir da rein. Da unten. Und hier war's. Ja. Der Schaden ist noch nicht zu sehen. Wie viel Blutschaden machen wir denn überhaupt? Also Schritt Arrow ist halt jetzt manchmal das Wichtigste. Und da muss ich noch schauen, was ich als letztes killen muss im Tree. Da sind wir fertig. Da müssen wir noch. Da waren es, glaube ich, 3 oder so waren es 4 dann. 1, 3, 1 oder 1, 4, 1. 1, 4, 1. Covid, hier ist es. Ich bin immer noch müde und das um 12 Uhr. 12.30 Uhr. Heute ist ein schlimmer Tag. Gestern hat es halt so gewittert. Weil übrigens der Donnerstag, der 23. Habe ich überhaupt etwas noch? Schön. Gestern war, ja, der 22. Das war so ein guter Tag in der Schweiz. Ja, es hat bei uns eigentlich kaum gewittert, aber wegen Zoom. Hab ich euch schon mal erzählt, dass wir so in einem Tal wohnen, wo eigentlich fast nie schlechtes Wetter ist. Einfach die Winde, einfach das alles auf die Seite schieben in jeder Richtung. Ist doch cool, aber wenn man dann mal irgendwie Gewitter hat, dann ist man einfach nicht gewöhnt. Ne?
war gut für mich zum Fußballspielen und so. Rampart. Rampart ist schon ein bisschen OP. War früher nicht so fest OP, aber wir haben das irgendwie. Nee, Deckel notwendig. Also, was bekommen wir für einen Bogen? Ich sage einen Unique-Bogen, den wir schon haben und ich brauche. Gibt's einen Set-Bogen? Gibt doch gar keinen Set-Bogen. Gibt's einen Set-Bogen? Ja, es gibt einen Unique-Bogen, stimmt. Aber oh, mein Güte, dann noch den schlechtesten, aber mit zwei Potenzial wenigstens. Meine Güte, dieses Pech, wo die Entwickler uns alles mit. Für diesen Ring, aber. Ja, aber ich brauche nicht für. Ja, ich setze Flurry ein, aber ich brauche da nicht mehr Crit. Also, wir müssen hier rüber dann gehen. Ich brauche das Set-Item mal. Soll ich einfach holen? Ich brauche kein Set. Gut, also, wie bekommen wir dann Resistenzen bis zum nächsten Part? Ich muss mir da viel Gedanken machen. Da habe ich keine Lust, mir Gedanken zu machen. Das ist ein bisschen schwer gerade. Wie so eine Rissi, aber. Ja, es werden nicht viele Items ausgeblendet. Und vor allem auch nicht die Charakterklassen. Nicht matschen. Es ist schade, ich komme nicht zu guten Resistenzen. Einfach nicht existiert, das ist noch nicht gedroppt. Irgendwelche Items mit guten Resistenzen, die ich gebrauchen könnte. Es ist echt schwer im Moment einfach auch weiterzumachen mit diesem Bild, weil einfach keine. Ich habe noch keine Items für Rogue. Nur offensive Items für Rogue. Das ist das Problem. Was soll ich den benutzen? Ist hier nicht einen besseren davon? Life Leech ist auch super. Ich glaube, ich benutze diese Wufen Flash Item. Aber in besser. Wie heißt es? Wufenflash. Weil ausweichen habe ich, denke ich, schon ziemlich genug. Bringt es nicht, ob einfach mehr mit dieser Rüstung, die ist einfach zu schlecht. Aber nur eine Wufenflash oder was? Wir haben doch noch eine mit Potenzial, habe ich die nicht? Habe ich gar nicht eingesetzt. Ah, weil nur eine, oh, okay. Also schauen wir nochmals da. Da ist die Rüstung. Die ist 434. Hier vorne haben wir keine Wufenflasche. Ja. Okay, also dann. Nutzen wir die. Und wo ist das Menü da? Ja, eigentlich hier. Hier waren wir. Dann können wir. Bogen. Ring. Der Rest, ja. Da haben wir da Schlüssel. Die Schlüssel werden wir nicht haben. Und weiteres ist gut. Prima, alles, dann sind wir fertig. Dankeschön fürs Zusehen und ja. Jetzt haben wir dann gleich eigentlich so weit gespielt, dass wir da sehr gut weiterkommen. Okay, also der langsame Teil vom Spiel mit diesem Bild ist vorbei. Jetzt geht's schnell nach oben. Ich habe gemerkt, wie Schaden ich bekomme pro Level und so. Pro Skillung, weiter skillen, also weiter leveln. Ja, diese Crit-Multiplayer, die haben einfach gefehlt.
Und die Rüstung, Ausrüstung bekommt man erst später. Man hat manchmal schon ein bisschen Crit-Multiplier. Aber die bekommt man meistens am Level 60, 70 dann doch ein bisschen öfters hinterhergeworfen. Gut, ich muss jetzt noch duschen. Ich muss dann auf die Reise mich machen zu meinem Vater. Heute Abend gibt es wieder Cordon Bleu. Den Basel erfunden. Das Fleisch mit Schinken drin und Käse. Und da freue ich mich wieder riesig drauf, weil er es auch so mega gern hat. Ja, dann gut. Tschüss zusammen und bis demnächst. Auf Wiedersehen.